So, willkommen zu einem weiteren System-Video. Heute schauen wir uns mal die Modulation genauer an, ein Feature, welches ich wirklich sehr gerne nutze. Ich habe hier zum Verdeutlichen mal eine Rhodes-Spur reingeladen. Da ist auch schon ein kleines bisschen EQing drauf, hier auch aus dem System. Das klingt dann schon mal so. Da ist noch gar keine Modulation drauf. Ne? Noch nicht, die kommt jetzt. Das ist ein echtes Rhodes, ne? Genau, das ist ein Rhodes Mark I, was auch hier im Studio steht. Und das klingt sehr gut, wir hatten das gespielt. Ah, ja, das war ich, vielen Dank. Okay, wir fangen hier mal mit einer ganz einfachen Modulation an. Ich nehme ein Gain-Plugin und lege hier über Rechtsklick, Modulation, New Modulator, einfach mal eine Modulation drauf. Da geht dann so ein extra Fenster auf, ne? Genau, und in dem Fenster kann ich dann genau sagen, welcher Modulator wo drauf geht und wie stark das geht. Aber das sehen wir gleich alles. Jetzt habe ich hier erstmal das ein bisschen eingestellt und wir hören mal rein. Nun, einen Tacken langsam vielleicht für diese Standardmodulation für den Rhodes. Vielleicht ein bisschen langsam, aber das ist kein Problem. Aber es hat dann genug Reichweite und Spannbreite. Genau, und da können wir jedenfalls schon mal die wichtigsten Parameter von so einer Modulation, in diesem Fall ist ja ein Tremolo, einstellen. Nämlich einmal, wie stark es eingreifen soll. Ich gehe hier vielleicht auch ein bisschen zurück. Und eben die Frequenz, das haben wir gerade schon gesehen. Was es hier auch gibt, ist der Sync-Button. Im Grunde genommen synchronisiert sich dadurch dann eben die Modulation zur DAW, also zum eingestellten Tempo in der DAW. Ähnlich wie beim Echo. Beim Echo geht das selbstverständlich auch, genau. Aber hier wähle ich jetzt vielleicht mal irgendwie ein 16 oder so. Genau, das ist auch so tasty. Und vielleicht kannst du mal noch erklären, was man hier sieht. Genau, das sind nämlich, also die beiden hier, ist die untere und die obere Grenze von der Modulation. Das heißt, insgesamt wird jetzt zwischen minus 2 und plus 2 hin und her gefadet. Mhm. Wir können hier übrigens auch einstellen, welche Form dieser LFO, also diese Modulation haben soll. Und da stehen hier die ganzen typischen zur Auswahl. Also das war eben ein ganz normaler Sinus. Ne? Normale Sinuskurve. Rechteck ist dann im Grunde genommen halt der obere und der untere. Dann gibt es eben noch Saw Up, also eine Sägezahnwelle, die nach oben geht, eine, die nach unten geht. Triangle. Mich würde Random interessieren, wie klingt denn das? Random können wir auch mal reinhören. Da werden eben dann zufällige Werte ausgewählt. Da jetzt einen Tacken langsam, aber ist auch nicht so der Klassiker, ne? Ist eher ungewöhnlich für einen Tremolo-Effekt. Bringt uns hier nicht mal. Aber es gibt sicher Einsatzpunkte, wo Random genau das Richtige ist. Gerade beim Chorus oder so, oder zu einem Beispiel, was ich gleich auch zeige, da kann man das sicherlich verwenden. Sehr gut, freue ich mich drauf. Dann gehen wir da doch direkt mal hin. Was ich sehr gut finde an der Modulation ist, es lässt sich jeder Parameter modulieren, und zwar die ganzen Knöpfe, und zwar alle unabhängig voneinander. Da sind einem überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und ich möchte jetzt mal ein kleines Delay vielleicht bauen. Dafür nehme ich erstmal das Feedback-Modul, lege hier ein Delay rein. Und jetzt sollten wir schon mal ein bisschen was hören. Genau, und jetzt können wir hier vielleicht irgendwie mal ein Viertel auswählen. So. Standard-Delay funktioniert schon mal. Ja, wohl Achtel da wahrscheinlich besser klingen würde, nehme ich mal an. Machen wir mal Achtel, okay. So, was die meisten Delays auch haben, jedenfalls die meisten Tape-Delays, aber auch viele Digital-Delays, ist ein High-Cut. Einfach damit das Delay ein bisschen weiter im Hintergrund steht und damit es bei jeder Wiederholung auch ein bisschen dunkler noch wird. Da können wir hier einfach den parametrischen EQ nehmen, hier hinterlegen und einen High-Cut reinmachen. Ich mache das gerne mit 6 dB und irgendwo hier in den Hochmitten vielleicht. Jetzt hören wir rein, das Echo, ne? Da hört man auch schön, dass es eben jedes Mal ein bisschen leiser wird. Ja. So, wir gehen hier mal auf ein bisschen weniger, vielleicht 40%. Na, da hört man jetzt schon ein bisschen, wie da ein Rhythmus entsteht. So, jetzt wieder zur Modulation. Und zwar können wir auch synchronisierte Parameter wie den hier mit einem neuen Modulator belegen.
Und jetzt sieht man hier, der erste Modulator, den wir gerade gemacht haben, das hier ist jetzt im Grunde genommen das Tremolo. Die lassen sich auch alle benennen, damit man da nicht durcheinander kommt, was für was gedacht ist. Und das hier ist dann, den möchte ich ein bisschen so verwenden wie bei einem Bandecho, wo eben das Band Gleichlaufschwankungen hat. Also das ist mal ein bisschen schneller und dann dadurch ändert sich auch immer die Tonhöhe. Also nennen wir den einfach vielleicht mal Wow und Flutter. Da gehe ich hier mal ein bisschen erstmal runter. Zu stark soll es das nicht machen. Die 100% sind verdammt viel. Klingt's nach Grusel, ja. Hören wir mal rein. Ist immer noch recht. Ist immer noch ganz schön viel. Aber man hört schon mal gut, was passiert. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, hier schalte ich mal auf Random um. Und das ist halt auch ein bisschen mehr das, was bei einem echten Bandgerät passiert. Weil es ist nicht so, das läuft jetzt mal schneller und periodisch, dann wird es wieder langsamer, so wie eine Sinuswelle. Sondern das ist einfach je nachdem, ja, von ganz vielen Parametern hängt das ja ab, wie der Motor gerade ist, wie das Band beschaffen ist. Ob die Maschine gesynkt wird zu MIDI oder sonst irgendwas. Genau, und jetzt haben wir hier eben ein bisschen Random drin. Ja, das ist schon besser. Mach nochmal ein bisschen mehr vielleicht. Wird ein bisschen atonaler dann, aber warum nicht? Es hängt auch sehr davon ab, wo man das am Ende dann verwendet. Ne? Also in welcher Musik das vorkommt, ob es allein ist oder im Playback. Ganz genau. Was, denke ich, wichtig ist, ist, dass das nur exemplarisch jetzt war. Also man kann diese Parameter, man kann also hier das Delay oder Modulation aufs Delay hängen. Man kann aber auch die Klangregelung modulieren. Willst du aber machen vielleicht? Wir können uns einfach mal ein witziges Beispiel den Hi-Cut mal durchstimmen lassen. Genau, das ist schon mal eine coole Idee. Ich lege das hier wieder auf einen neuen Modulator. Und benenne den auch, damit wir nicht durcheinander kommen. Das ist jetzt hier einfach der High-Cut. Wir beschränken das ein bisschen mehr. Mhm. So. Man kann nämlich auch einfach die obere und die untere Grenze direkt eintippen per Tastatur. Das ist cool. Nimm mal die untere Grenze auf 20 Hertz. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen schnell noch. So, jetzt hört man es genau. Gut. Man sieht es auch oben deutlich am Bild. Genau. Kann schon mal öffnen vielleicht. Jetzt wird einfach dieser Parameter moduliert. Also alles, was man sieht, jede Zahl, die man dann sieht, kann man letztendlich modulieren lassen und dann auch Innenphase, Gegenphase und dadurch natürlich sehr komplexe Sachen erzeugen. Das ist nur exemplarisch, was wir hier jetzt tun. Was auch geht, aber was vielleicht auch Bestandteil eines anderen Videos mal wird, ihr könnt sogar die Modulationsparameter selbst modulieren. Das geht dann über einen Folder. Also ihr habt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Ich denke, wir zeigen das dann im Folder-Video vielleicht mal, wie das geht. Aber damit zu experimentieren lohnt sich einfach, weil ganz viele neue Sounds auch dabei rauskommen können. Oder alte Sounds. Wenn man Chorus bauen will, kann man sich auch mal gucken, wie das damals verschaltet war, wie da war es modulierte und das damit eigentlich sehr einfach nachbauen. Ganz genau. Und wir haben das auch hier ein paar Mal gemacht. Die Unterschiede und die Ähnlichkeiten zum Originalen sind sehr hoch. Alles klar. Das wäre es soweit zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Lustiges Modulieren wünsche ich euch. Alles klar, dann bis demnächst. Bis dann, ciao.